Also Anwendungen. Die erste Anwendung ist, den Flächeninhalt zu berechnen. Und zwar zwischen, zum Beispiel zwischen zwei Kurven. Also, wenn Sie den Flächeninhalt berechnen sollen zwischen beispielsweise diesen beiden Kurven hier, von hier bis hier, als Grenzen, dann sei das hier A, das sei B. Diese hier ist die Funktion f unten von x. Und die sei y gleich f oben von x, also in Index u und Index o für oben. Jetzt interessiert der Flächeninhalt. So, und da geht man folgenderweise vor: Man schaut sich hier, schneidet sich hier einen Streifen raus. Und in diesem Streifen schaut man sich ein, das ist ein dA für ein differenzielles Flächenstück. Und die Höhe von diesem Streifen ist dy. Und die Breite von dem Streifen ist dx. So, und dieses hier ist also ein Streifen der Breite dx. Ja, machen wir so. Dieser Streifen hier, das ist ein Streifen der Breite dx. Das heißt, wir haben die Streifenbreite dA im, sagen wir mal, Index S für Streifen. Ist dann das Integral von unten bis oben, f unten bis y gleich f oben. Von unserem differenziellen, also ich integriere alle differenzielle dAs hier auf, von unten bis oben. Das heißt, unsere Fläche A ist dann ist erstmal unser Doppelintegral, wenn ich alle Flächenteile aufintegriere, ist also das Integral von x gleich a bis x gleich b von unserem Streifen dA Index S. Und das ist dann gleich Integral von a bis b oder x gleich a. Es reicht, wenn man es unten hinschreibt, x gleich a und Integral von y gleich fu bis f oben von dy dx. Ja, dieses dA hier hat die Fläche dy dx. So, und was ist der Trick hier? Was wir hier machen, ist Doppelintegral dA. Hier steht ja im Prinzip eine 1 einmal. Das heißt, unsere Funktion f von x und y ist gleich konstant 1. Das heißt, vom Wert ist das Volumen des Körpers, was wir hier berechnen, das ist Höhe 1, oben eine Ebene. Ebener Abschluss, das heißt, das Volumen ist zahlenmäßig das gleiche wie die Fläche, ja, weil ich die Höhe 1 habe. Ich multipliziere die Fläche mit 1 und habe das Volumen. Ich rechne hier eigentlich ein Volumen aus, weil aber unser wie die f von x und y gleich 1 ist, ist das Volumen gleich der Fläche vom Zahlenwert. Das ist also hier der Trick, wenn ich hier Doppelintegral dA.
rechne. Ja, und die Funktionen hier unten und oben stecken in den Integrationsgrenzen. Das ist also der Flächeninhalt. Man könnte das natürlich auch mit zwei einzelnen Integralen rechnen. Ne? Ich rechne das, die Fläche unter der Kurve minus die Fläche unter der Kurve, kommt das gleiche Ergebnis raus, was ja letztendlich sich hierin ausdrückt. Ja? F oben minus F unten. Dann die nächste Anwendung ist Schwerpunkt einer Fläche. So, schauen wir uns das erst grafisch an, was denn der Schwerpunkt einer Fläche bedeutet. Wir haben, nehmen wir einen Bleistift dazu, hier y, x, dann hier eine wie auch immer geformte Fläche, die einen Schwerpunkt S hat. Und dieser Schwerpunkt S die Koordinaten y, s und xs. Und wir betrachten hier ein Flächenelement, ta. Und dieses hier sei eine homogene Fläche oder ein homogenes Flächenstück. So, wir schauen uns mal die Plausibilisierung der Formel an, die wir uns ableiten. Das ist nämlich das Moment der Gewichtskraft in y-Richtung, also hier nach unten. Also wenn wir sagen, okay, diese Fläche zieht das Gewicht nach unten, dann haben wir nehmen wir die Gewichtskraft einfachheit halber m, ist dann f mal der Hebelarm L, ist also m mal g mal Schwerpunktskoordinate xs. So, und die Masse können wir auch als Dichte mal Höhe mal Fläche schreiben. Das hier ist unser m. Mal g mal xs. So, und jetzt Beitrag eines Massestückchens, eines dm. Ist dann unser, also das soll ein Rho heißen sein hier, Dichte Rho mal h mal g, Erdbeschleunigung g, mal die Koordinate x dieses Massestückchens, ja, das fehlt hier noch in der Zeichnung, dieses Massestückchen hier, die Koordinate x und y. So, und wenn wir jetzt das aufintegrieren, dann ergibt das so x mal natürlich die Fläche dA. Ja, das ist unser dm. Unser differenzielles Flächenstück. Das heißt, wenn wir das aufintegrieren, dann ergibt unser Rho mal h mal a mal g mal xs ist dann das Doppelintegral
über dieser Fläche A, also dieses Gesamte hier ist die Fläche A, in Klammer A, Rho mal H mal G mal X mal das dA. So, jetzt kann man hier was rauskürzen. Nämlich das Rho fliegt raus, das H fliegt raus und das G. Dann steht also hier noch A mal XS ist dieses Doppelintegral. Oder wir bringen das A auf die andere Seite. Dann steht hier also, unsere Schwerpunktkoordinate ist nichts anderes als 1 durch die Fläche mal, das x steht hier noch, das Doppelintegral über der Fläche in Klammer a mal x mal dA. Das ist unsere Schwerpunktkoordinate in x-Richtung und in y-Richtung analog 1 durch die Fläche, Doppelintegral über der Fläche, yda. Die 4.9, die Flächenträgheitsmomente. Das ist die 4.9. Jetzt machen wir ein bisschen Mechanik. Wo braucht man Flächenträgheitsmomente? Die braucht man zur Berechnung von Biegebeanspruchungen. Also wenn Sie Balkenbiegung rechnen möchten, dann braucht man die Flächenträgheitsmomente. Und da gibt es die axialen Flächenträgheitsmomente Ix und Iy und dann noch ein polares Flächenmoment. Das wird typischerweise I-Index P genannt und die drei werden wir uns jetzt anschauen. Wie sieht das aus? So ein Flächenträgheitsmoment, nochmal wieder eine kleine Zeichnung dazu. Wie gehabt, x und y. Wir haben wieder hier unsere Fläche. In der Fläche, das ist also ein Flächenstück mit dem Flächeninhalt groß A. Also eine Fläche vom Flächeninhalt A. Da schauen wir uns ein Flächenstück an hier. Das sei ein differenzielles Flächenstück dA. Das hat wieder die Koordinaten x und y. Und hier die Koordinate r für das polare Flächenmoment. So, jetzt steigen wir da nicht zu tief in die Physik ein. Es gibt in der Mechanik den sogenannten Steinerschen Satz, der sagt, dass sie ein Massestück oder ein Flächenstück mit dem Quadrat des Abstands multiplizieren müssen, also eine punktförmige Fläche oder Masse, um dann das entsprechende Flächen- oder Trägheitsmoment zu bekommen. Das heißt, ein dIx ist nichts anderes als y-Quadrat mal das dA. So, und dann jetzt können wir das hier aufintegrieren. Dann kriegen wir also als Flächenmoment Ix ist das Doppelintegral über der Fläche A von unserem differenziellen Flächenträgheitsmoment und mit dem Satz von Steiner
ist das eben das Doppelintegral über der Fläche a y Quadrat dA. Entsprechend das y geht analog, ist ebenfalls hier das Doppelintegral über der Fläche a und hier vom Abstand x Quadrat dA. Und das polare Flächenträgheitsmoment, wo es also um Drehungen geht, ist dann das Doppelintegral über der Fläche a, r Quadrat, Abstand hier zum Ursprung, dA. So, und r Quadrat lässt sich mit x und y ausdrücken. Das heißt, das Integral, Doppelintegral von x Quadrat plus y Quadrat, dA, und das ist jetzt einfach, weil das ist das x Quadrat dA war y und y Quadrat dA war x. Das heißt, ich muss hier nur die beiden zusammenzählen und bekomme das polare Flächenträgheitsmoment, ja, die Summe aus ix und y. Wenn Sie das haben, dann können Sie in dem nächsten Schritt die Biegung von so einem Balken rechnen. Machen wir jetzt hier aber nicht. Das war nur eine von den Anwendungen, was man mit so einem Doppelintegral anfangen kann. Jetzt schauen wir uns das, was wir gerade hatten, Volumen eines Körpers an. Da brauche ich jetzt hier auch wieder eine Zeichnung. Also wir haben hier x, y und z. So, in der xy-Ebene haben wir hier das sei in der xy-Ebene. So, und hier die Grenzen von dem x dieser Fläche von a bis b. A bis b. Hier haben wir eine Funktion y gleich f unten von x. Und hier die Funktion y gleich f oben von x. Und das ist die Projektion der Bodenfläche. Ja. Also das ist die Projektion hier der Bodenfläche unseres Körpers, der jetzt wie auch immer ausschaut. Und dieses hier, und ich mache es mal in einer anderen Farbe, dieses hier ist die Bodenfläche. Z gleich z unten von x und y. Ja. Das ist die Bodenfläche. So, und dann greifen wir uns hier aus diesem Körper ein Volumenelement raus, ein dx, dy, dz. Ja, wir haben hier dx, dy und dz. Dieses Volumenelement ist dann ein dv und das ist dann dx, dy, dz, hat das Volumen dx, dy, dz. So, und das Ganze hier hat dann auch einen Deckel oben drauf, hier oben. Können wir hier so einen Vorhang runterzeichnen. Das ist also unser Körper. Da oben ist die Deckelfläche.
Und die hat analog zur Bodenfläche eben ist durch die Funktion z oben von x und y. X und y. So, und jetzt wollen wir das Volumen von diesem Körper berechnen. Und das ist in dem Fall mit dem gleichen Trick wie bei der Flächenberechnung. Wir machen das Dreifachintegral 1, 2, 3 über dem Volumen. Typischerweise wird von rückwärts gewissermaßen integriert von dz, dy, dx. Und hier steht wieder die Funktion 1. Das heißt, das Hypervolumen ist das Volumen mal 1, hat damit zahlenmäßig oder ist vom Zahlenwert her das gleiche wie das Volumen und das vierdimensionale Hypervolumen, ja, weil man hier die Funktion 1 stehen hat. Und wenn man jetzt dieses Integral hier aufschreibt, haben wir also das innerste Integral ist von hier begrenzt durch die Bodenfläche und die Deckelfläche. Das steht also hier ganz innen. Wir haben also ein Integral von z gleich z unten von x und y bis z oben von x und y dx. So, und das weiter äußere liegende Integral ist dann hier von unten bis oben. Also haben wir hier y gleich f unten bis f oben dy und dann noch das Integral von x gleich a bis b dx. Ja. Ich integriere hier erst dz, dy, dx, so rum. Ich muss ja hier das z loswerden. Dz, dy, dx. Also ich integriere erstmal in z. Habe ich noch eine Funktion in Abhängigkeit von x und y. Dann integriere ich das y, habe eine Funktion in Abhängigkeit von x. Und dann das bestimmte Integral von a bis b. Und dann habe ich den Wert des Volumens berechnet. Dann das letzte für heute, letzte Thema oder letzte Beispiel, bevor wir dann die Aufgaben rechnen. Schwerpunkt eines Körpers. So, hier lässt sich jetzt genauso argumentieren wie mit dem Schwerpunkt einer Fläche. Deswegen leiten wir das jetzt nicht nochmal extra her, sondern analog zur Fläche gilt hier 1 durch Volumen mal das Dreifachintegral über dem Volumen der Koordinate x mal dv und entsprechend die anderen Koordinaten y. S ist dann 1 durchs Volumen, Dreifachintegral über dem Volumen mal ydv und zs ist 1 durch v, das Dreifachintegral vom Volumen zdv. Das soll mal als Anwendungen genügen. Es gibt natürlich noch das Massenträgheitsmoment beispielsweise und andere Dinge, aber die sind von Hand dann zu aufwendig zu rechnen, als dass man das in der Klausur bringen könnte. Deswegen diese Anwendungen. Und dann würde ich vorschlagen, rechnen wir jetzt die Aufgaben, beziehungsweise wenn Sie noch Fragen haben, können wir die vielleicht vorher klären.